Hallo zu einer neuen Folge Let's Play Total War Warhammer 2. Ja, wir sind immer noch bei unseren Hexen, Echsen von Hexwadel. Und ja, wir hingen ja ein klein wenig fest an dieser Stelle hier, weil diese scheinbare Ruinenstadt leider ja doch keine Ruinenstadt ist, sondern von den Ratten bevölkert. Und ja, jetzt müssen wir ja schauen, wie wir die irgendwie austricksen können. Problem ist allerdings erstmal, wo wir uns kümmern müssen, ist dieser plündernde Freund hier. Und den muss ich loswerden. Ich habe zwar erstmal nicht Angriffspakt mit ihm geschlossen, der wird aber, denke ich, nicht von langer Dauer sein. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass Folgendes passieren wird. Die Ratten werden sich die Stadt holen. Ich gehe hoch, tue die Ordnung verbessern, hole mir die Stadt wieder, lass sie als Köder da, versuche sie dann hier rauszulocken. So, was machst du denn hier unten? Ja, du lebst. Weißt du, du könntest versuchen, das Ding einzunehmen. Und das werden wir jetzt auch mal versuchen. So, gehen wir mal auf die Marschstellung hier. Okay, das hängt ähnlich von dir ab, wie ich sehe. Aha. Kannst du denn nicht hier an Land gehen, wenn du dann auf dem Schiff bist? So, Hexoadel. Okay, scheint alles dann auf der Stufe zu sein, die es bringt. Wir sollten ja... Genau, das sind die, die dazugehören. Skeki, wozu gehörst du eigentlich? Ah ja, du gehörst zu diesen zwei anderen hier. Trotzdem werde ich dich jetzt erstmal aufbauen. Ja, momentan können wir nur versuchen, mittels Geschick unsere Situation ein klein wenig zu verbessern. Und vielleicht auch ein bisschen Glück. So, na, was machst du? Du gehst zurück. Okay, das war etwas unerwartet. Ich mag das nicht, wie du stehst. So, zufälliges Event, was haben wir? Mhm. Brauche ich nicht. Ja, ich weiß. Gebt mir einen Moment. Ich bin ja dabei, mich darum zu kümmern. So, nächste Runde holen wir uns ihn. Ja, klar, dass es hier jetzt Richtung Chaos geht. Oder genau genommen Rattenkorruption. Jetzt bin ich ein bisschen blind. Ach, daneben lag. So, Rang halten, Aslik, das bist du. Assyrik. Was hast du denn? Brauch ich jetzt alles erstmal nicht so. Deswegen tu das besser im Kampf. Reducus Quasur. Mach das jetzt einfach mal. Ich will das wissen. So, jetzt bist du auf See. Jetzt sag mir bitte nochmal, du kommst hier nicht hin. Ach, auf einmal geht's. Ich will gleich mal auf normal umsteigen. Wollte ich ja auch meinen. So, Gebäude fertig ist hier. Ein paar Huaks. Was haben wir hier aber noch? Genau, das sind jetzt die schon auf der höchsten. So, Heilpflanzen. Naja. Es ist nicht so das, was ich brauche. Wir sollten erstmal eh wieder Richtung Ordnung Geld gehen.
So, Tafel der Brut. Ach, einmal brauche ich die, aber für die Technologie, wie ich sehe. Na gut. Sei es drum. So, also ich kann auch das nicht umstellen. Nö. Nö. Ja, wird gerade gebaut. Oh, hier ist noch ein Platz frei. Färberei. Kriegt nur Färbemittel, kein anderen Bonus. Nee, da gibt's bessere Sachen. Hier zum Beispiel. Komm da endlich raus. Könnt ihr auch versuchen, mit dem Frieden zu schließen, nach Süden zu expandieren. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Okay. Okay, dann können wir das ein bisschen erhöhen. Und wir dürfen danach bald Steuern erheben. Weil ohne zweite Armee werde ich jetzt langsam nicht mehr weiterkommen. Ja, jeder, der mich beplündert, ist auch mein Feind. Stirb. So. Ne, die hau ich mal rein in der nächsten Zeit. Okay. So. Unterhalt billiger nehmen. So, ich kann jetzt natürlich nicht rekrutieren. Mal gucken, ob ich dann, wenn ich in der Stellung bin, hier wenigstens rekrutieren kann. Okay. War zu vermuten, aber testen müssen sie auch mal. So, das haben wir schon gecheckt. Du siehst jetzt mal bitte hier hin. Okay, scheint nicht in denselben Zug zu gehen. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel ist mein Armeeunterhalt. 1860. Das heißt, noch eine Armee bin ich bei mindestens 4000. Okay, das kann ich mir nicht leisten. So, was haben wir denn hier? Baukosten verringern. Rekrutierungskosten verringern. Naja, wenn wir jetzt die Gebäude langsam hochkriegen, kriegen wir dann auch vielleicht langsam genug mehr Geld hin, wenn ich auch Steuern erheben kann. Dann können wir uns vielleicht eine zweite Armee leisten und ein bisschen aufräumen. Ansonsten müssen wir darauf hoffen, dass hier jemand einen massiven Fehler macht. Sieht aber dann aktuell nicht so danach aus. Errichtet zwei von jenen folgenden Gebäude. Okay, machen wir irgendwann. Haben jetzt aber erstmal andere Dinge zu tun. So, da du dann hier residieren darfst, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. So. Nee, Station nicht. Kolonisieren wir mal. Ja, Provinzsteuer müssen wir auch leider, dass wir da raussetzen.
So, Bevölkerungsüberschüsse. Auf 1. Ja, dann bauen wir das doch mal aus. Reicht noch lange nicht. Mhm. Okay. Ja, erstmal alles Finanzierung setzen. Überspringen. Obwohl, baue ich jetzt hier aus? Naja, Chotek's Damm werde ich auch erstmal halten. Doch, machen wir mal. Die sollen sehen, dass es nicht so ganz leicht ist. Ach komm schon, wie uncool. Ja, wenn ich jetzt an zwei Fronten kämpfen muss, wird's eng. So, Bevölkerungsüberschuss auf 2. Nützen wir natürlich. Nicht angriffsfrag gebrochen. Okay. Hier dürfen wir jetzt Steuern erheben. Yay. Sieht doch schon ein bisschen besser vom Einkommen aus. Vielleicht ist die zweite Armee langsam in greifbarer Nähe. So, ihr geht mal und heilt und rekrutiert nochmal jemanden nach. Ja, Distanzkämpfer in Anführungszeichen haben wir mehr als genug. Oh je, das kostet ja schön viel. Foto für amphibische Bewegung schießen. Ihr seid. Munition. Ach ja, ihr wart die anderen Distanzkämpfer. Geschossschaden 15 bei einer Reichweite von 70. 26 von 80. Okay, das wären die nichts besseren. Stegalodon. Monster. Gepanzert. Rüstungsverstrengt. Tja, Randale. Das müssen wir uns irgendwann mal anschauen, was das ist. An sich die Werte für Nahkämpfer, aber eigentlich ganz okay. Wildes Bastilladon hat auch Randale. Ist aber quasi die niedrige Variante. Kroxigore, monströse Infanterie, gepanzert, Urinstinkt. So, was hast du denn, was die anderen nicht haben? Rüstung 100. Das ist besser. HP ist ein bisschen niedriger. Nahkampf 31, 34, 27, 27. Waffenstärke 84 mit Bonus von 22. Okay, das sind zwar 4, aber das sind auch gerade nur 320. Ha. Tja. Da wird es vielleicht einen Sinn hintergeben, aber man muss ihn noch suchen. Ja, hier. Eigentlich muss ich das sowieso von alleine irgendwann halten. Und wenn wir eine Armee aufbauen, werden wir die hier am ehesten brauchen. Achso. Ach, du tust es wieder, nein. Bitte Besserung an die KI. Nehmt den kürzesten Weg über See. Ich habe ihn. Ja, okay. Das hat natürlich jetzt nur gleich einen fetten Malus wiedergegeben. Okay, scheint ja aber zu tolerieren. So, Kyrgyzstan. Warum? Boah, gleich so viel. Komm. Ist störrisch. Yes? Ohne Mist. Klaxtan? Hier. Klaxtan ist für mich ein Problem. The Empire
Ja, Koordination. Aber sei nicht mit dem Krieg, ne? Na, wir werden sehen, was rauskommt bei. Ups, so weit raus wollte ich doch nicht. Ihr seid Wildorks. Ja, okay. Mit Wildorks werde ich auch Probleme kriegen, wie ich sehe. Und ihr seid mit denen schon im Krieg. Von daher, da können wir uns doch, denke ich, einig werden. Warum geht das alles nicht? Wählt eine Siedlung oder einen Kommandanten aus? Ach, weil ich mit ihnen noch nicht im Krieg bin. Ach, ihr macht das Meere nicht, die Meere leicht. Nun gut. Okay, pro Richtung, die ich mich ausbreiten möchte, brauche ich 2 Armeen. Das macht 4 Armeen. Eine ernsthafte Armee habe ich. Das ist ein kleiner Missstand. Nee. Danke, das ist mir lieber. Syrik, du bist besser geworden. Nahkampf. Du hast doch Distanzangriff. Ja, nice. Und sogar mal eine sinnvolle Reichweite. Unglaublich. Warum und wie kommt ihr immer zu mir? So komme ich nicht vorwärts, Freunde. Ich habe keinen Bock, dass hier Orks bei mir rummarodieren. So, Ritus abgelaufen. So, aller Streitkräfte. Ist nicht schlecht. Sollte ich vorm Rekrutieren dann auf jeden Fall machen. 2100. Nee. Für eine Armee ist das ein bisschen zu viel Aufwand, meiner Meinung nach. So, und zwar mit dir. Deren Schwimm, du Echse. Ach ja, die kleinen bösen Rattis. Nee, selbst da müssten wir sparen. Genau, das war das wie von Werte. Nee, das da oben bleibt immer noch ein Aufstand. Hey, Ordnung! Ehrlich, so viel? Das ist der Wahnsinn. So, jetzt muss man kurz schauen. Übersicht. Hier steigt es. Aber es ist noch nicht so weit, okay. Steuern steigen, Steuern. Ja, okay, gut. Und hier sowieso nicht, das ist klar. Okay. Was meldest du? Ja, gut. Hier unten. Hab ich nicht auch noch Bauplätze hier? Ja, die sollte man vielleicht auch nutzen. Was ist das? Wieder die Mauer hinzu, Heilige. Okay. Ihr könnt theoretisch dann eine Mauer kriegen. Ich bin ja momentan eh nur auf Geld erstmal aus. Okay. Weg. Nee. Definitiv nee. Ah, okay, was wollt ihr? Nee, macht mir mal ein schönes Angebot.
Clan Spittel. Clan Spittel, wo ist denn der bitte? Treten wir mal bei. Die dürften, denke ich, zwei Züge sein, als dass der Krieg mich in naher Zeit erreicht. Ich weiß, ich versuche das ja schon zu bereinigen. Ja, Füßenkrieger klären, ihr geht mir auf den Nerv. Mit all diesen Truppen habe ich trotzdem keine Chance? Was seid ihr? Chaos-Trolle. Alles klar. Oh, ein Riese ist auch noch dabei. Was ist denn, was ist mit euch verkehrt? Ich überlege jetzt, ob ich eine manuelle Schlacht mache und eventuell jämmerlich versage. Boah. Das ist jetzt echt herb. Okay, machen wir folgendermaßen. Ich schneide ja dann sowieso, wenn jetzt der Ladebildschirm kommt. Ich versuche das mal. Und ja, wenn es klappt, dann klappt's. Und wenn nicht, schneide ich es raus und lade nochmal neu. Ja, ihr seht, wir befinden uns immer noch auf dem Bildschirm. Das heißt, ich habe verloren, um es mal ganz groß zu sagen. Ziemlich massiv verloren, nicht so schlimm, wie der Balken es sagt. Aber immerhin heftig. Ich habe es auch geschafft, diesen Superriesen hier zu killen. Aber die Trolle mit ihrer schönen Regeneration, die sie da haben, haben mich leider am Ende dann doch noch fertig gemacht. Und ich finde es echt heftig, dass schon in so einer Runde eine Tier 4 bis 5 Armee entgegensteht. Aber okay, jetzt müssen wir uns das anders überlegen. Deswegen ziehen wir uns erstmal zurück. Schauen mal kurz hier rein. Aha, Mauern habe ich hier keine. Ich weiß nicht genau, wie wir jetzt am besten vorgehen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, ich muss weg. Hinterhalt legen, mal überlegen, bringt das was? Ne, ihre Einheiten sind alles Nahkämpfer, das heißt, habe ich auch nicht wirklich einen Vorteil. Wir hauen jetzt erstmal ab. Ja, jetzt kommen wir wohl nicht drum rum, uns noch ein bisschen mehr Armee zuzulegen. Ja, und wir werden wohl das hier mal machen. Ich hoffe, ihr Verschleiß gilt auch, wenn sie in Rekrutierungshaltung oder so sind. Anders weiß ich nämlich nicht, wie ich sie wegkriege. Geht wahrscheinlich erst ab dem nächsten Zug. Ja, aktuell sehe ich jetzt noch keinen Effekt. Ja, und wir sparen, dass wir Soldaten uns besorgen können. Ist jetzt natürlich alles suboptimal, aber was soll man machen? Läuft aktuell nicht wirklich gut. Ja, wir können es nur versuchen, dass hoffentlich dieser Effekt, den wir gerade hatten, wirklich eine Seuche verursacht und sie leiden lässt. Ja, kommt. Geht. Sehr lächerlich. Moment. Okay. Ach, da gilt es ja auch nicht mehr als in meinem Einflussbereich. Und deswegen erleiden sie auch nichts. Okay, das Geld war verschenkt. Leider macht das sogar so. Ja, wir haben leider keine Wahl, Leute. Es
gefällt mir selbst extrem überhaupt nicht. Aber was sollen wir machen? So, haben wir vielleicht einen Helden, den man rekrutieren könnte? Ein Skintäubling? Ja, nehmen wir. Rüstung im Nahkampf? Hm. Okay. Wenn ich dich dann sehe, du bist hier, ne? Komm her. Du kommst dann in meine Hauptarmee rein. Und du? Ja, du brauchst ein bisschen Verstärkung. Warum geht das nicht? Ach, weil die Waffenschmiede fehlt, okay. So. Monster, Monster. Ja, die werden wir jetzt Nahkämpfer uns heranzüchten. Nahkampfabwehr, da. Geschossschaden 26 bei 80 Reichweite. So, wie lang ist eine Rekrutierungsleiste? 4. Mhm. Ja, und da komme ich schon an das Phänomen genannt Armut. Ach. Das wird sogar noch weniger, aber für den Moment. Achso, das darf ich jetzt noch nicht machen. Na gut. Dann machen wir es jetzt doch noch nicht. Schränken uns wieder auf unsere Distanzkämpfer hier. Ja, irgendwas muss ich jetzt zusammenziehen. Damit wir hier weiterkommen. Ja, jetzt holt er sich jede Stadt nach und nach. Ach, er kann ja auch Einheiten spielen. Ja, alles später, Leute. So weit kommen wir jetzt noch nicht. So, zwei Runden. Okay. Ja, das bringt jetzt alles nichts. Müssen jetzt hier warten. Ach, ist das unangenehm. Ich weiß, Leute. Ich möchte sie auch ausbauen. Aber es nützt mir, es auszubauen, wenn ich es nicht heilen kann. Vielleicht ist der Vorteil, wenn wir da ein bisschen Armee zusammengezogen haben, können wir nach oben weitermachen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich nehme es als Anreiz. Aber ganz ehrlich, Leute, der Bonus ist kacke. Den könnt ihr echt mit Ulk verbinden. Ja, gebt's mir, ich hab's verdient. Genial ist, ich kann die auch nicht aufbauen wieder, weil ich dann erstmal AP-technisch sehr geschwächt bin. Nur die Frage, ob ich mit den beiden zusammen das reisen kann. Oder ob ich noch mehr Einheiten brauche. Das sind dann 10. Ich glaube nämlich leider, das wird nicht reichen. Nehmen wir noch wenigstens. Ja, machen wir es wenigstens so. Ne, Leute, erstmal wirklich sparen, sparen, sparen. Und schauen, wie es weitergeht. In dem Moment sind nebenbei Verbündete auch was ganz Ekliges. Weil wenn das niedergerissen ist, kann ja jeder Anspruch drauf erheben. Verbündete natürlich auch. Dann haben wir die Wahl, wenn wir es wieder haben will. Man greift sie an, sind natürlich keine Verbündeten mehr. Oder man lässt es. Hat dann natürlich die Stadt nicht.
Sklavenkorruption nehme ich dafür mal in Kauf. So. Nee. Oh. Ja, wenn es jetzt doof läuft, ist natürlich eine der großen Städte weg. Also ich habe, wie gesagt, auch schon mit den Hochelfen gespielt. Das hat sich deutlich einfacher gemacht als mit den Echsen. Ja, lass uns erstmal Frieden machen. Mag dich nicht. Ist egal. So Leute, jetzt müssen wir es versuchen. Egal, was kommt. Ich kann nicht zulassen, dass ich nichts habe. Oh, das ist ja auch. Läuft der Effekt noch? Kann man hier nicht sehen, ne? Also falls das jetzt wirklich noch wirkt, der Effekt von diesem Sumpffieber, nenne ich es mal, dann ist das wirklich der größte Dreck, wenn es bei der Belagerung mir nicht hilft. Ja, nehmen wir das. Wir werden wahrscheinlich ganz viel weit bauen müssen wieder. Leute, ich verspreche euch, sobald hier einigermaßen Frieden herrscht, kümmere ich mich drum. Wirklich. So. Jetzt hat er eine Runde belagert. Ich weiß nicht, wie Baupunkte so ein Troll bringt und der Riese. Aber wenn er es schon geschafft hat, Belagerungswaffen zu bauen, könnte er mir die Stadt schon decken. Ja. Nee, bist du. Wie ist dein Banner? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich denke mal, du bist die Radio oben. Na, untersteh dich, meine Stadt. Bereich. Okay, die Tatsache, dass er abgehauen ist, heißt schon mal, dass ich wohl stark genug bin. Wenn ich es jetzt wüsste. Wenn ich es wüsste, Leute. Ja, wir brauchen das Verpackswerks aus. War das gut? Nee, aber das war gut. So. Haben wir hier noch? Ist mir momentan ein bisschen zu gefährdet. Das lassen wir mal lieber. Okay, das natürlich nicht. Ganz klar. Ja, ja.
Bleib dort, dann bleiben wir auch Freunde. Versprochen. Ihr seid unangenehm. Ich muss jetzt gerade die Frage stellen, was ist denn, wenn sie es nicht packen? Irgendwie will ich mich mit der Frage nicht konfrontiert sehen. Ja? Ich mach mich wahnsinnig. Kann ich euch nie besiegen? Ich habe jetzt nicht doppelte Truppen, aber naja, 60% mehr werden schon sein. Das muss doch möglich sein. Okay. Was für eine seltsame Karte. Das ist ja leider extrem bescheiden. Also Leute, ist schon klar, wir müssen irgendwie hier hin. Okay, ihr habt Vorrotaufstellung. Die stehen da. Ein bisschen, ja, so, das könnte hinkommen. Okay. Dann der ganze Rest. Zack. Ja, okay. Das machen wir daneben erstmal, weil ich kann mit ähnlich wirklich was anfangen. So, dann meine wichtigste Einheit, um hier was zu bewirken. Die steht auch, denke ich, dann ganz gut. Irgendwie kurz aus. War das nicht mal weiter? Hm. Okay. Offenbar nicht. Gut, dann haben wir noch zum beiden Helden hier. Und hinten in der Ecke kommt irgendwann mal in vielen Jahrtausenden Verstärkung. Die natürlich strategisch super toll ankommt, nämlich auf abschüssiges Gebiet. Drück mir die Daumen. So, wenn die schon alleine angerannt kommen, und das halte ich für die höhere Wahrscheinlichkeit, werden wir ein bisschen offensiv vorgehen müssen. Das ist dann natürlich nicht ganz so toll für mich, aber anders wird es halt dann nichts. Was ich aber wichtig finde, was ihr vor uns nicht gemacht habt, ihr sollt nicht plänkeln. Plänkeln ist an sich toll, aber ihr sollt es bitte nicht. Formiert euch um, kommt auf mich zu, was tut ihr? Moment, du bist nicht gemeint. Nein, du bist auch überhaupt nicht gemeint. Wo ist er? Da, Bastilladon. Ich such dich. Meine Artillerie. Geh auf den Riesen. Der Rest muss aber auch noch ein ganzes Stückchen dann ran, wenn ich das so richtig beurteile. Achso, ja. Wenn ihr es so macht, geht ihr dann wieder intelligenterweise in mehreren Reihen. In einer Reihe. Genau das, was ich also nicht möchte. Ich möchte gerne, dass ihr sehr schön mehrere reinbildet. Ja, meinetwegen geht auch da rein, habe ich kein Problem mit. Dahin und dahin. So, und der ganze Rest. Du zum Beispiel. Kommt mal so schnell her, wie ihr könnt. Meinetwegen so. Hauptsache, es geht schnell.
und das kann ja auch sein, dass der Held. Wo ist er? Der dürfte ja auch ein Distanzheld sein. Ja, gut. Das Distanz war jetzt ein sehr großzügiger Begriff, den ich da gewählt habe für. Aber immerhin. So, du musst so weit ran. Weißt was? Geh erstmal auf die. Ja, können wir auch normal laufen lassen, denke ich. Ehe die rangekommen sind. Sehen wir, wie weit wir vorankommen müssen. Hierher. Kaltblütig. Excellent für Trefferpunkte vom Kämpfer aus. Tja, das ist auch mal außerhalb des Kampfes sehr effizient. Das andere ist eher tödlich. Okay, ihr müsst noch schon wieder vor. Und damit der ganze Rest auch. Der ganze Rest auch. So, du solltest trotzdem mit hierher kommen. Du kommst auch noch ein Stück vor. Oh, und du lässt. Ihr lässt euch beschießen? Ehrlich? Okay, das ist nice. Danke, Kumpels. Wollte schon sagen. Okay. Auf den Riesen. Fast. Nur knappe 20 Meter. Okay, bleibt standhaft, Leute. Feuerball. Sieht nach Aua aus. Umswitchen. Ihr werdet jetzt Nahkämpfer. Du mit. Du auch. Ja, und jetzt wird's ein bisschen Rätselraten. Hoppla, ihr seid Distanzkämpfer. Hä, was seid ihr? Warum seid ihr noch Distanzkämpfer? Nein. Okay. Ja, der Rest ist halt der Rest. Was wir vielleicht noch machen sollten, aber ist auf jeden Fall du. Greifst den mit an. Du machst es auch schon mal. So, jetzt schauen wir, wie sich das entwickelt. Du? Genau. Du hast sofort schon geschalten gehabt, sehr gut. Keine Ahnung, was er schießen könnte. Bei so einer eifrigen Schlacht, da blickt nicht jeder sofort aus. Ich sehe zum Beispiel aber, dass ihr mich Schnibbel bauen könntet. Bei ihr.
Okay, Leute. Hey! Das sieht doch aus wie Anfang von einem Rückzug. Wer weiß noch wie lange. Wie gesagt, die bescheidenen Trolle sind sehr gut im Heil. Was machst du? Meditieren, freuen? Hier. Was ist denn das, was hier hinten so ewig langsam rumläuft? Warte mal, wo ist mein Artillerietierchen? Nee. Ja. So. Rennt ihr nicht zu weit hinterher, Leute. Wenn die euch auseinandergetrieben haben, könnt ihr eigentlich nichts mehr tun. Meinetwegen da noch versuchen. Ja, du. Okay, feindlicher Kommandant ist verwundet. Das ist sehr schön. Ja, wunderbar. Geht doch. Okay. Ich werde natürlich gleich weiter hinterher, müsste aber auch gehen. Yay, besser geworden. So, machen wir das Level ab. Ja, doch, ist okay. Du machst noch ein bisschen mehr Distanzschaden, auch nicht schlecht. Ilxa schon! Gurash! Komm. Jetzt aber. Yay! Sehr schön. Okay. Nochmal ein Level up. Was ist das? Ah ja, Geschossresistenz. Naja. Auch noch das. Das schon mal. Kann ich damit auch eine Stadt aufbauen? Nein. Aber kommen wir jetzt nah ran. Huch, aber wir jetzt in diese Sache jetzt so endlich. Dann können wir uns dann gleich ein bisschen darauf hinarbeiten, wie das zu verbessern. Ja, das Ritual wäre auch soweit. Problem, sobald wir es machen, kommt Chaos-Truppen. Ich muss schon mal erstmal regenerieren. Deswegen ersparen wir uns auch dann das Geld gleich mal, um in der nächsten Runde ein bisschen Militär zu aufzubauen. Deswegen klick, klick. Nee. Nee. Zu gefährlich. Aber wir können mal schauen, was es macht. Ja, ist jetzt nicht so schlecht. Ne? Okay, aber erstmal das abgewehrt, das war das Wichtigste. Jetzt haben wir auch zwei Armeen, damit kommen wir auch im Norden weiter.
Einkommen aus allen Gebäuden. Das geht bei mir in dem Moment. Ja, das kolonisieren wir wieder. Ich weiß, ist kaputt. Auch hier kolonisieren wir wieder. So. Provinzeffekt. Was? Da. So, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch genug Geld, um das Militär auszubauen. Oh, naja, für ein. Wir brauchen definitiv Nahkampf hier drin. Das war jetzt gerade eben echt unangenehm. Okay. Ihr macht das, ihr macht das. Gut. Nein. Auch später. Die Skelinger sind auch schon weit vorne. Mein lieber Scholli. So, du holst jetzt noch den zweiten Dino. Damit sind wir quasi wieder arm. So, wenn dann zwei Runden um sind. Ja, dann können wir dann auch das Ritual machen. Okay, ich würde sagen, das reicht für dieses Mal. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es war spannend. Leider auch, wenn wir geografisch nicht kein Stück vorwärts gekommen sind. Aber wir liegen jetzt bei der Ritualleiste aktuell noch vorne. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Sagt mir, so viel falsch haben wir nicht gemacht. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.